Moin, moin, liebe Freunde der gepflegten Modelleisenbahn und natürlich herzlich willkommen, liebe Falkenstein-Fans. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und gleich zu Beginn und trotz meiner Vorgabe, dass ich mich immer kurz halten will, muss ich mich natürlich erstmal entschuldigen dafür, dass der Teil 7, den wir jetzt gerade starten, mal wieder länger auf sich warten lassen musste. Vielen Dank für eure Geduld und ich bedauere das sehr. Aber wir sind nur eine kleine Mannschaft und wir hatten in den letzten 14 Tagen leider ein bisschen Mitarbeiterprobleme, 25% Ausfall. Das klingt jetzt extrem viel, aber wir sind nur vier. Wenn einer ausfällt, sind das 25%. Ja, und zuerst war es der Gesundheitszustand, beziehungsweise also eine Krankheit. Und jetzt ist auch unsere gute Ellie oder Elena, wie sie ja eigentlich richtig heißt, gerade im Urlaub. Und von daher muss ich dann auch immer ein bisschen mit aushelfen, bin dann auch mal drüben. Und da ich ja auch noch diverse andere Aufgaben habe und YouTube logischerweise ja nur ein zusätzliches Bonbon für euch ist, ist ja auch kostenlos. Wir verdienen damit kein Geld und dann müssen wir natürlich unsere Prioritäten immer da setzen. Und gerade ich, wo wir unser Geld verdienen, nämlich mit dem Online-Versand, mit dem Handel. Und ich bin auch für den Einkauf und für die IT zuständig. Also von daher, ja, sorry, und damit ihr zumindest wisst, warum es dann doch mal länger dauern kann. Ich bitte also um euer Verständnis. Aber dann kommen wir jetzt dazu und ganz, sonst mache ich das immer am Ende. Jetzt muss ich das aber mal am Anfang machen, weil uns das schon immer wundert. Teilweise haben wir, ich glaube jetzt bei Falkenstein Teil 1, Modellbahnlexikon, über 20.000 oder 25.000 Klicks, aber wir haben nur 4.300 oder 4.400 Abonnenten. Also bitte, Leute, das kostet euch nichts. Und wenn ihr mal auf dem Laufenden sein wollt und automatisch eine Nachricht kriegen wollt, bitte abonniert unseren Kanal, aktiviert das Glöckchen, dann bekommt ihr auch automatisch Bescheid, wenn wir wieder einen neuen Teil hochgeladen haben. Wie gesagt, für euch kein Risiko, es kostet nichts, also keine Bertelsmann-Bände, Kühlschränke oder Waschmaschine oder sonstiges. Ihr geht da keine Verpflichtung ein, ihr könnt es auch jederzeit wieder deaktivieren, aber wie gesagt, es kostet nichts und uns bringt es für diesen YouTube-Algorithmus doch eine ganze Menge. Und natürlich freuen wir uns auch über einen Daumen hoch am Ende des Videos, wenn es euch gefallen hat. Ja, dann eine Neuigkeit noch, und zwar haben wir aufgrund diverser Nachfragen, haben wir uns entschlossen, auf unserer Webseite, auf unserer Homepage, eine eigene Kategorie für das Projekt Falkenstein anzulegen. Das heißt, und ich habe das gleich ein bisschen umfangreicher gemacht. Es gibt also einen Oberbegriff, Falkenstein. Ich glaube, heißt MMC-Anlage oder C-Gleis-Anlage Falkenstein. Und dann gibt es da sogenannte Unterkategorien, nämlich einmal, wo es um den Anlagenrohbau geht, die ganzen Bausätze und Artikel, Hilfsmittel, Landschaftsbau. Und wir haben dort schon den Großteil der Artikel, die wir für Falkenstein verwenden, haben wir euch da schon platziert. Ihr könnt also, wenn ihr die einzelnen Teile denn gesehen habt und wollt Falkenstein nachbauen oder es haben euch gewisse Artikel oder Vorstellungen von uns mit den Produkten, die wir verwenden, gefallen, dann könnt ihr dort eben dementsprechend direkt anklicken und kommt direkt in diese Rubrik und habt einen wunderbaren Überblick. Ich sage auch immer so schön, und damit werden wir, glaube ich, auf unserer Seite eine eigene Kategorie und mit einem Klick alles im Überblick. Das kann ich einblenden und natürlich verlinke ich euch das unten in der Infobox. Ne? Also das mache ich natürlich auch. Dann könnt ihr da direkt einmal raufklicken und kommt direkt in unseren Shop und habt dann die Kategorie. Das war Punkt 1. Punkt 2, Teil 7 also, hinter mir ja auch eingeblendet, links oder rechts, weiß ich jetzt gar nicht genau. Und es geht... Wir sind jetzt aus der Halle wieder raus, also diesen Teil werden wir heute hier nur im Studio verbringen. Also ihr müsst mit mir hier heute im Studio Vorlieb nehmen. Dafür wird die ganze Sendung aber auch nicht so lang. Warum machen wir das? Weil ich diverse, und es wirklich, also in den letzten Tagen und Wochen sind doch viele Anfragen, haben uns erreicht, ob ich das mit den Blöcken und den Kontaktgleisen nochmal besser, genauer erklären kann. Ich hatte ja damals darauf hingewiesen, dass ich eigentlich davon ausgehe, weil es ja schon viele YouTube-Sendungen zu diesem Thema gibt, bin ich davon ausgegangen, dass das nicht mehr Not tut. Aufgrund dessen, dass aber mittlerweile über 50, 60 Leute schon Falkenstein den Gleisplan bei uns im Shop gekauft haben,
Also scheinbar eine Menge Leute da draußen sind, die Falkenstein bauen. An dieser Stelle herzlichen Dank nochmal für euch und ich wünsche euch natürlich, oder wir, Patrick natürlich auch, viel Spaß und Erfolg beim Anlagenbau, aber eben diese Fragen bezüglich der Kontaktgleise. Deswegen habe ich mich entschlossen, Teil 7 eben wieder hier zu machen und noch einmal explizit auf die Blöcke und Kontaktgleise, also Rückmelder, auf Falkenstein und im Allgemeinen einzugehen, damit dieses Prinzip wirklich dann von jedem von euch endgültig verstanden wird und damit ihr eben auch dann, wenn ihr nicht Falkenstein baut, sondern eine andere Anlage, dass ihr das Prinzip, wenn ihr es einmal verstanden habt, dann könnt ihr es natürlich bei jeder Anlage anwenden. Und das ist ja das, was wir eigentlich mit dieser Videoserie auch erreichen wollen, dass nämlich alle von euch in der Lage sind, ihre Anlage für den Blockstreckenbetrieb, für die PC-Steuerung entsprechend vorzubereiten, die Rückmeldekontakte einzubauen und auch genau zu wissen nochmal, wie funktioniert das Ganze eigentlich. Dafür also diese Sendung heute und dann hoffe ich, dass dann keine Fragen mehr kommen. Also noch eine Sendung kann ich da nicht dazu machen, deswegen explizit jetzt diese Sendung und da geht es eben um die Blockstreckensteuerung im Prinzip und explizit, das muss ich natürlich fairerweise dazu sagen, machen wir das Ganze natürlich die Rückmeldekontakte mit dem C-Gleis. Also ich werde das anhand des C-Gleises erklären, aber wer den K-Gleis hat, der kann das dann 1:1 umsetzen, muss dann eben bloß darauf achten, dass er da eben die Trennung ein bisschen anders vornimmt als beim C-Gleis. Dann war auch eine Frage, die mindestens 5 bis 7 Mal gestellt worden ist, mit ob wir denn schon wissen oder ob wir eine Aussage treffen können, mit welcher Steuerungssoftware wir später Falkenstein steuern werden. Viele Mails habe ich davon beantwortet und den meisten habe ich gesagt, wir sind uns noch nicht ganz sicher, ob wir mit WinDigiPad fahren werden oder mit iTrain. Letztendlich ist es aber fast egal, mit welcher Software ihr das Ganze macht. Das Grundprinzip, wie diese Software, Steuerungssoftware funktionieren, ist das gleiche. Das heißt, Blockstreckenprinzip, das heißt, die Anlage muss komplett in Blöcke aufgeteilt werden und dementsprechend brauchen diese Blöcke Rückmeldekontakte. Es gibt Software, die mit einem Block pro, mit einem Kontaktmelder, also einem Rückmelder pro Block auskommen. Da gibt es mehrere Varianten. Ich will jetzt nicht immer auf die einzelne eingehen, da sage ich nachher generell was dazu, wie ich euch das empfehlen kann. Aber da, wo möglich, solltet ihr euch immer angewöhnen, macht 2 Rückmeldekontakte. Also ein Block sollte immer aus 2 Rückmeldern bestehen, sofern ihr beim Anlagenneubau, da kann man das in der Regel einrichten, und weil man das schon bei der Planung berücksichtigen kann. Wer natürlich im Nachhinein seine fertige Anlage mit PC-Steuerung ausrüsten will, der ist natürlich dankbar für eine Software, die auch mit nur einem Rückmeldekontakt auskommt oder mit sogenannten virtuellen Kontakten, die man dann zusätzlich setzen kann. Aber lasst euch gleich eins gesagt sein, kein virtueller Kontakt kann einen physisch vorhandenen echten Rückmelder ersetzen. Es gibt nichts Genaueres als echte Rückmelder. Und welche Software theoretisch mit einem Rückmelder auskommt oder mit einem virtuellen Rückmelder arbeiten kann, das will ich jetzt hier nicht alles aufzählen, weil es gibt schon diverse Software. Ich kann euch nur eins empfehlen, also egal ob ihr mit Traincontroller, WinDigiPad, iTrain, Rockrail oder sonstigen arbeiten wollt, alle diese Softwareanbieter haben eine kostenlose Demo, die ihr euch downloaden könnt und ihr könnt dort in verschiedenen Varianten diese Software kostenlos testen, bei euch einrichten und testen. Also ihr könnt sie wirklich live testen. Der ein oder andere Anbieter macht es so, dass er sagt, du kannst meine Software in vollem Umfang testen, aber nach 10 Minuten wird die Verbindung zwischen Anlage und PC bzw. Software und PC und Zentrale wird gekappt. Das heißt, ihr müsstet dann alle 10 Minuten neu starten. Andere machen es so, da habt ihr keine zeitliche Beschränkung, dafür aber Beschränkungen in der Funktionalität bzw. dass ihr vielleicht erstmal nur in der Demo könnt ihr nur, ich sage jetzt fiktive Beispiele, nur mit 4 Loks arbeiten, 12 Magnetartikel anlegen, 60 Rückmeldekontakte oder. Diese beiden Varianten gibt es in der Regel, testet sie bitte, googelt einfach. Zu der Ursprungsfrage, WinDigiPad oder iTrain, wir werden voraussichtlich mit iTrain arbeiten.
Das hat damit zu tun, also wir mögen beide Software, WinDigiPad und iTrain. Ich habe aber den charmanten Vorteil, dass der gute Kollege oder meine beiden Freunde und Kollegen aus der Schweiz, der André Bregenzer und der Rolf Hurer, gerade der Rolf Hurer ist ein absoluter Spezialist, was iTrain angeht, und der hat freundlicherweise angeboten, uns den gesamten Gleisplan von Falkenstein bereits so vorzubereiten, dass ich nachher die Datei einfach von ihm zugeschickt bekomme und sie dann einspielen kann. Dann müssen wir diese Arbeit nicht auch noch machen. Und iTrain hat auch einen charmanten Vorteil. iTrain ist wirklich sehr, sehr, sehr genau. Wenn man sich an gewisse Regeln hält, nämlich auch hier, auch iTrain kann mit nur einem Rückmelder arbeiten, aber auch zwei sind hier besser, weil dann die Software, die immer interpoliert und hochrechnet, also logischerweise Logs einmessen müsst ihr bei jeder Software, und ihr müsst natürlich angeben, wie lang ist ein Block und wie lang ist ein Kontaktmelder etc. Wenn ihr das aber genau bei iTrain macht und das genau eingebt, da komme ich aber nachher drauf zu und erkläre euch das nochmal, wie man das am besten macht, dann ist es so, dass natürlich die Software immer interpoliert und vorausrechnet. Und dann aber, wenn zum Beispiel in den Block reingefahren wird und die Lok erreicht dann den zweiten physischen Melder, hat die Software nochmal ein eigenes Kontrollinstrument, in dem es nämlich überprüft, in dem Moment, wo physisch der zweite Rückmelder ausgerechnet wird, ob die Software immer noch korrekt arbeitet oder ansonsten nämlich sofort eine Korrektur vornimmt. Also auch deswegen, da wo ihr es könnt, wo die Blöcke lang genug sind, arbeitet bitte mit zwei Meldern. Das geht nicht immer überall. Das ist mir auch klar, kurze Abstellgleise oder so, da kann man in der Regel auch einen Rückmelder machen. Da braucht man auch keinen ganzen Block, weil nie ein ganzer Zug reinfährt, sondern vielleicht nur einzelne Loks. Also, aber da komme ich noch explizit drauf. Testet also, und dann, ich kann auch keine Empfehlung aussprechen. Ich kann auch nicht generell sagen, WinDigiPad ist gut, iTrain auch und Train Controller nicht. Das kann ich nicht, weil letztendlich ist es auch immer so ein bisschen eine Geschmacksfrage und wie der einzelne Anwender und User mit der Software selber am besten klarkommt. Deswegen kann ich euch nur empfehlen, testet diese Software in alle, ladet euch die Demos runter, setzt euch mit jeder Software einmal kurz auseinander. Und für mich nur als Hinweis, ich habe mich damals für eine Software entschieden, die ich möglichst ohne 500 Seiten Handbuch lesen zu müssen, schon nur anhand der Anwendung verstanden habe. Und das sind aber mittlerweile fast alle Software. Es gibt eine Ausnahme, da möchte ich einmal kurz drauf eingehen, nämlich Rockrel ist ein Open Source Programm. Hoffe ich, dass es das immer noch so ist, zumindest war das noch vor einigen Jahren so. Also wer keine 300 oder 400 oder 500 Euro ausgeben möchte und sagt nein, und zumindest jetzt auch erstmal zum Testen, den kann ich auch Rockrel empfehlen. Ist ähnlich aufgebaut wie so eine Art Wikipedia. Das heißt Open Source, jeder kann was schreiben, es wird ständig daran erweitert, und jede Erweiterung, jeder, der daran programmiert, und stellt es in der Regel allen zur Verfügung, sodass dort wirklich ein ständiger Austausch ist. Diese Software kostet nichts, aber ihr müsstet logischerweise bei diesen Softwaren, da sie nicht kommerziell betrieben werden, ist es also nicht so, dass sie immer zu 100% idiotensicher für jeden sind, der sich noch nie damit auseinandergesetzt hat. Ihr müsst ein bisschen mit englischen Begriffen klarkommen, aber ich kann euch nur sagen, ein Vergleich lohnt sich auf jeden Fall. Schaut da einfach rein, wie gesagt, Rockrel. Googelt das einfach mal, guckt euch das an. Ist eine tolle Software, habe ich damals auch mitgearbeitet. Kann ich jedem empfehlen, der vor IT keine Scheu hat und der mit englischen Begriffen wie Enter, Enter In oder sowas auch kein Problem hat, kann auch gerne mit Rockrel arbeiten. Ansonsten funktionieren die Softwaren, wie gesagt, alle auf ein und dieselbe Art und Weise im Großen und Ganzen. Es geht eben um das sogenannte Blockstreckenprinzip, wie auch bei der echten Bahn natürlich auch. Ja. Dann, was ich den Mclinisten nur ans Herz legen kann, prüft bitte in der Demo-Software definitiv, ob sie MFX-tauglich ist, weil wenn ihr viele MFX-Logs habt, dann solltet ihr darauf so ein bisschen Wert legen, dass ihr beim Anlegen der Logs, wenn ihr sie einlesen lasst, über die Zentrale, dass es hier keine Probleme gibt, dass die Mclean-Logs alle mit all ihren Funktionen, mit den Soundfunktionen, mit den anderen Lichtfunktionen, dass die eins zu eins wirklich
unproblematisch übernommen werden. Schaut vielleicht dazu auch ein bisschen in die Foren, gebt einfach mal so eine Frage ein, Probleme mit der Software, MFX-Logs oder so, dann wisst ihr ganz genau. Ich will mich hier zu keiner Software hinreißen lassen. Wir werden auch von niemandem dafür bezahlt. Das heißt, selbst wenn ich nachher sage, wir benutzen iTrain, ja, dann haben wir diese Version gekauft. Sollte das noch irgendwie anders werden, muss ich selbstverständlich, werde ich dann auch darauf hinweisen. Aber geplant ist es derzeit noch nicht. Und dann noch ein Hinweis, bevor wir jetzt wirklich zu diesen Blockstrecken und zu den Kontakten nochmal kommen. Also die Grundregeln bei jeder Software habe ich euch erklärt, von Block zu Block, also Blockstreckenprinzip, damit Fahrstraßen dann geschaltet werden. Physische Melder sind immer sicherer und genauer als virtuelle Melder, das habe ich euch auch gesagt. Ach so, und wenn die Fahrtrichtung des Blockes in der Regel feststeht, also wenn ihr jetzt eine deutsche Anlage habt, zweigleisige Paradestrecke, wir haben in Deutschland Rechtsverkehr, das heißt, wenn ihr auf den Gleisplan guckt, die obere Strecke würde dann immer von rechts nach links fahren, die untere von links nach rechts, das heißt, da sind die Fahrtrichtungen vorgegeben. Wenn also in diesem Block in der Regel eine feste Fahrtrichtung vorgegeben ist oder priorisiert und nur in Ausnahmefällen dieser Block auch in eine andere Richtung gefahren, dann haben wir uns angewöhnt, diese beiden Rückmeldekontakte für diesen jeweiligen Block so zu benennen, dass der erste, also Blockanfang, ist für uns der sogenannte Bremsmelder und das Blockende ist der Stoppmelder. Das sage ich jetzt einmal bewusst für euch, für alle, weil wenn ich nachher die entsprechenden Einblendungen für euch mache, was ich vorbereitet habe, dann werdet ihr das sehen, dass da bei der Adresse zum Beispiel des Kontaktes dahinter vielleicht noch BM oder SM steht. Also BM für Bremsmelder und SM für Stoppmelder, also nicht für die Sexualpraktik. Ne? Nicht, dass da einer denkt, wir sind jetzt hier irgendwie beim anderen Thema. Also SM in diesem Falle Stoppmelder. Ja, das ganz kurz dazu. Dann bin ich mit meinem Vorwort, müsste ich soweit durch sein. Das habe ich euch erklärt. Ja, vorweg, WinDigiPad, das habe ich euch auch gesagt, mit den MacLean-Logs, ja, MFX-Log. Ach so, und dann PC-Steuerung, vielleicht noch, das, der ein oder andere hat ja dieses Vorurteil, oder ich habe das immer gehört, oder wenn Leute mir Fragen schicken, ja, aber wenn ich PC-Steuerung mich dafür entscheide, dann kann ich ja gar nicht mehr manuell fahren und ich will zwischendurch auch manuell fahren. Also, PC-Steuerung, und da ist es auch wieder egal, von welcher Software wir sprechen, ob nun iTrain oder WinDigiPad, völlig egal. Eine PC-Steuerungssoftware ist, und jetzt verzeiht mir bitte diesen Vergleich, ist so ähnlich wie im Swingerclub. Alles kann, nichts muss. Das heißt, nur weil ihr eine PC-Software einrichtet, heißt das nicht, dass ihr die ganze Zeit immer vollautomatisch fahren müsst. Ihr könnt selbstverständlich auch manuell fahren, weiterhin über eure Zentralstation oder über irgendeine andere Zentrale. Ich gehe jetzt aber mal davon aus, da das die meisten, die hier zuschauen, MacLeanisten sind und höchstwahrscheinlich mit der Zentralstation dann fahren, egal ob jetzt CS2 oder CS3. Aber selbstverständlich auch ihr Z21-User oder ECOS-User, wenn ihr PC-Steuerung macht, heißt das noch lange nicht, dass ihr die ganze Zeit nur immer über den PC fahren müsst. Ihr könnt selbstverständlich auch über eure Handregler, über Multimaus oder sonstiges weiterhin fahren. Ihr entscheidet das. Wenn ihr die Software aktiviert und geht auf Automatikmodus, dann könnt ihr euch ein Vino schnappen oder ein Bierchen, könnt eben genießen und euch selber überraschen lassen, welche Züge der PC bzw. die Software aus dem Schattenmanu für euch raushält. Das finde ich immer besonders spannend, aber ihr könnt selbstverständlich auch manuell fahren. Und ihr könnt auch halb automatisch fahren. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel sagen, Paradestrecke fahre ich Vollautomatik, aber auf der Nebenbahn oder im BW fahre ich mit meiner Mobile Station oder mit der Rocco Multimaus, möchte ich gern haptisch und mit Regler physisch, möchte ich gern hin und her rangieren. Es ist alles möglich. Ihr könnt also vollautomatisch, halbautomatisch oder eben gar nicht fahren. Aber selbst wenn ihr manuell fahrt, glaubt mir, gerade bei größeren Anlagen, es ist 10-mal angenehmer, dann trotzdem eure Weichen und Signale mit der Maus über ein 27 oder 30 oder von mir aus auch auf dem HDMI Full-HD-Fernseher 55 Zoll, dort euer Gleisbild zu schalten, ist 10-mal angenehmer als selbst bei der Central Station oder ECOS, auch wenn die ein schönes Display hat. Aber mal ganz ehrlich, wir reden hier über eine Displaygröße, die ist ungefähr so. Und da dann eventuell sogar eine Anlage mit 2 oder 3 Ebenen, ist nicht wirklich komfortabel, darüber zu steuern und zu schalten. Also mir hat das Schalten über den Monitor
Und bei größeren Anlagen, der ein oder andere Kunde von uns, da haben wir es ja auch so installiert, dass sogar zwei Monitore sind für die beiden Ebenen oder wenn es eine U-Anlage ist, für den linken Schenkel, für den rechten Schenkel. Also mit Monitoren, die kosten ja heute kein großes Geld mehr und es ist 10-mal komfortabler. Glaub mir, wer das einmal gemacht hat und das eingerichtet hat oder es vielleicht beim Kollegen oder Freund erlebt hat, der weiß, wovon ich rede. Also das nochmal dazu. Jetzt aber lange genug das Vorwort geschnackt, sind schon wieder reichlich Minuten vergangen. Ich muss mich ein bisschen sputen. Und deswegen blende ich euch jetzt nochmal zum Thema Blockstreckensteuerung. Möchte ich euch noch einmal Falkenstein, unsere Ebene 0 einblenden, Schattenbahnhof und Parade. Und damit das, was ich eben gerade nochmal gesagt habe, mit dieser Blockeinteilung, mit den Bremsmeldern und den Stoppmeldern, dass ihr das hier in Bezug auf Falkenstein einmal noch seht. Ne, weil Bilder sagen ja immer doch mehr als 1000 Worte, blende ich euch jetzt ein und jetzt könnt ihr sehen, wenn ihr auf die Skizze guckt oder auf die Zeichnung, die ich euch da jetzt eingeblendet habe, dann gucken wir uns einmal an und wir schauen mal unten. Da sehen wir die untere Paradestrecke, die ja vom Bahnhof kommend dann unten in den Schattenbahnhof reinfährt. Und da haben wir jetzt hier das Beispiel, zum Beispiel die obere Strecke, was ich ja gerade sagte, Rechtsverkehr, also von rechts nach links. Die schwarzen Dreiecke sind die Richtungspfeile und da seht ihr diesen sogenannten Block 9. Da seht ihr noch vom Bahnhof kommend, seht ihr noch den Rest des Kontaktmelders. Immer wenn die grauen Gleise gelb markiert sind, sind das die sogenannten Kontaktgleise. Das heißt also, zu Beginn dieser Strecke, da sehen wir noch das Ende vom ersten Rückmelder, nämlich vom Bremsmelder, vom Bahnhof kommend. Dann haben wir ein Stück freie Strecke. Und dann beginnt der Stoppmelder, SM, da eingezeichnet. Warum beginnt der da und endet nicht unten im Schattenbahnhof vor der Weiche? Weil wenn da jetzt die Züge anhalten würden vor der Bogenweiche, bevor es denn auf Block 1, 2 oder 3 im Schattenbahnhof geht, habt ihr eben, würde das merkwürdig aussehen, wenn da längere Züge, dann würde die Lok vor der Bogenweiche halten und ein Teil des Zuges würde dann noch aus dem Tunnelportal rausschauen. Deswegen, das waren auch ein, zwei Fragen von euch, deswegen habe ich den Stoppmelder dort platziert und ich habe euch dort auch jetzt zum besseren Verständnis auch nochmal das Signal dazu da nebengezeichnet, dass ihr sehen könnt, warum haben wir da den Stoppmelder. Wenn also jetzt ein Zug aus dem Bahnhof kommen sollte, über den Block 9 hinein und unten im Schattenbahnhof sind die drei Blöcke, Block 1, Block 2 und Block 3, noch alle belegt, also mit Zügen besetzt, dann würde die Software automatisch dafür sorgen, dass der ausfahrende Zug aus dem Bahnhof hier in diesem Block 9 beim Stoppmelder, also vor dem Signal, zum Stehen kommt. Das vielleicht, damit ihr auch nochmal versteht, aha, Blockstrecke heißt ja Blockstreckenbetrieb, jeder Zug fährt von Block zu Block und das sind die sogenannten Fahrstraßen. Dann würde er also da halten. Ist im Schattenbahnhof einer der Blöcke 1, 2 und 3 frei, dann würde natürlich hier vor dem Signal, würde das Signal immer grün zeigen und die Züge würden hier von der Paradestrecke über den Block 9 durchfahren und würden dann entweder im Block 1, 2 oder 3, je nachdem welcher Block frei ist, reinfahren. Und jetzt machen wir das wieder und jetzt tun wir mal so, als wenn der Zug über Block 9, also jetzt in den Schattenbahnhof fährt und Block 1, also das unterste Schattenbahnhofsgleis, wäre frei, die anderen beiden werden belegt, dann kommt er rein und dann seht ihr, dann beginnt es nach der Weiche wieder mit den gelben Schienen und das ist dann der sogenannte BM, also der Bremsmelder. Das heißt, hier beginnt euer Block, nämlich Block 1. Dann haben wir das rote Gleis, rot eingefärbt, heißt immer Stromeinspeisung. Wir haben hier also die Stromeinspeisung, keine Trennung. Also hier ist der Block, hier ist sogenannt die Trennung zwischen diesen beiden Kontakt Meldern, also zwischen BM, also Bremsmelder und Stoppmelder, haben wir ein Gleis dazwischen, was nicht durchtrennt ist, keine Rückmeldung hat. Warum machen wir das? Weil wir hier die Stromeinspeisung machen. Und ich möchte gerne, dass über diese Stromeinspeisung in beide Richtungen, weil wir ja zweipolig einspeisen, einmal komplett B und 0 auch wirklich in die Schienen eingespeist wird. Wenn wir hier jetzt auch schon wieder eine Trennung machen würden, also diese Schiene auch noch trennen würden, dann hätten wir ja nirgends eine wirklich zweipolige Einspeisung und deswegen haben wir uns angewöhnt, das ist aber kein Muss für euch, kann jeder halten, wie er will, das haben wir uns angewöhnt, einfach zur sicheren Stromeinspeisung, dass wir zwischen dem Stoppmelder und dem Bremsmelder mindestens ein Gleis, da wo die Stromeinspeisung ist, freilassen, damit hier vernünftig in die Gleise und in die Schienen
einmal Plus und Minus dementsprechend eingespeist wird. Also, dann habt ihr das verstanden. Jetzt stellt euch vor, Block 1 wird besetzt, der Zug fährt vor, erreicht den Stoppmelder, und wenn er den Stoppmelder erreicht, dann stellt ihr in der Software dementsprechend ein, dass, wann die Lok halten soll. Da komme ich aber nachher, das zeige ich euch nochmal anhand des genauen Beispiels, was ich noch für euch vorbereitet habe. Aber hier nur als Beispiel, ihr stellt dann zum Beispiel ein, dass nach dem Überfahren oder Eintreten in den Stoppmelder der Zug in diesem Fall vielleicht noch 30 cm oder 35 cm weiterfahren soll und dann stoppen soll. Das heißt, vorne beim Bremsmelder bekommt die Lok natürlich, deswegen heißt, nennen wir ihn Bremsmelder, bekommt die Lok den Befehl, die Geschwindigkeit abzubremsen, bremst runter auf die von euch eingestellte Geschwindigkeit, Minimalgeschwindigkeit, 10-20%, das je nachdem, wie ihr das gerne haben wollt. Und dann fährt die Lok vor bis zum Erreichen des Stoppmelders. Dort habt ihr dann meinetwegen eingestellt, nach Erreichen des Stoppmelders noch 30 cm fahren und dann soll die Lok halten. Das würde sie dann in diesem Fall auch tun. Nach dem Ausfahren aus diesem Schattenbahnhof, seht ihr wieder, ist der nächste Kontaktmelder wieder ein BM, also ein Bremsmelder, weil Fahrtrichtung vorgegeben und wir haben ja gesagt, pro Block immer zwei Melder, Bremsmelder und Stoppmelder. Also, das wollte ich euch hier einmal noch gezeigt haben, aus der anderen Richtung natürlich umgekehrt. Das heißt, wenn ihr von oben vom Bahnhof kommt, ich habe euch das da auch bezeichnet, wenn also das untere Gleis oben links, von dem spreche ich jetzt, vom Bahnhof kommend, beginnt es eben auch mit dem Bremsmelder. Dann haben wir wieder die Stromeinspeisung und danach beginnt der Stoppmelder, bevor, wenn dort ein Zug halten soll, weil alle drei Blöcke, in diesem Falle 4, 5 und 6, noch besetzt sind. Das also grundsätzlich in Bezug auf Haltenstein. So, jetzt, und das ist ganz, ganz wichtig, jetzt will ich dazu kommen, wie sieht es denn aus tatsächlich, wie stellen wir jetzt also so einen Belegmelder, so einen Rückmeldekontakt beim C-Gleis dar? Und da gebe ich euch jetzt mal die nächste Einblendung. Und hier habe ich jetzt einfach ein fiktives Beispiel genommen und ich schalte auch gleich die Detailkamera ein. Also, aber das, glaube ich, wie ein C-Gleis aussieht, muss ich euch nicht zeigen. Ich habe es zwar hier vorne und ich halte es hier einmal kurz in die Kamera, also C-Gleis. Und bei der Rückmeldung und bei dem Rückmeldekontakt sprechen wir ja immer von der Masse und die Masse läuft über unsere beiden Schienen. Also, wenn wir hier aus so einem Gleis einen Rückmelder bauen wollen, dann müssen wir eine Seite der Schienen isolieren. Und das blende ich euch jetzt mal wieder ein und dafür die nächste Einblendung und auch hier nochmal wieder die wichtigen Grundregeln. Da muss ich es vielleicht nicht wiederholen. Ihr könnt es auch selber lesen. Block sollte, wenn möglich, immer so lang sein wie der längste Zug. Da haben wir aber schon in Teil 3 oder 4, als wir das Thema zuerst schon mal hatten, drüber gesprochen. Und dann ganz, ganz wichtig, von jedem Block sollte die Gesamtlänge in Zentimetern gemessen, erfasst und notiert werden. Und das Gleiche betrifft auch die Kontaktgleise. Jetzt, wie gesagt, hoffe ich, entweder ist es schon eingeblendet oder ich blende es jetzt ein, diese Zeichnung. Und hier haben wir jetzt einfach mal, so, stellt euch vor, das ist ein Bahnhofsbereich. Wir haben zwei Gleise. Das obere Gleis ist der Block 2 und das untere der Block 1. Ich habe es genau beschriftet. Ihr seht auch die Blocklängen. Also der Block 2, das obere Gleis, hat eine Gesamtlänge von 221 cm. Und besteht eben aus diesen zwei besagten Kontaktgleisen. Also in diesem Fall, wie vorhin schon erwähnt, zu Beginn des Blockes, hier kommt ja in diesem Falle, ist die Richtung, da wir Rechtsverkehr haben, kommt also der Zug von rechts über die Weiche W2 reingefahren, passiert den Bremsmelder, wird abgebremst, passiert dann die Stromeinspeisung, hier das rote Gleis ist wieder die Stromeinspeisung, erreicht dann irgendwann den Stoppmelder, nämlich in diesem Fall K001 und bremst dann ab und hält dann vor dem Signal, je nachdem, wie ihr das in der Software eingestellt habt. Wenn so ein Signal zum Beispiel, und jetzt gucken wir uns einmal, nee, das mache ich einmal. Also ihr seht, ich hoffe, das kann man erkennen, dass ich den isolierten Schienenbereich, ist in diesem Falle bei dem Block 2, wobei bei Block 1 habe ich es genauso gemacht, die untere Schienenseite habe ich also isoliert. Das heißt, wenn ihr auf das C-Gleis schaut, die untere Schienenseite habe ich als Isolierung genommen und ihr seht die gelben Gleise und zu Beginn und am Ende des ersten Kontaktmelders, sprich des Bremsmelders K003, seht ihr unten so einen leichten Einschnitt. Das ist also mein Einschnitt in die Schienen.
Wir dremeln nach der dritten Schwelle. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, McLean schlägt es ja vor, dafür diese Isolierhütchen zu nehmen. Ihr könnt natürlich auch die Isolierhütchen verwenden und über, beim C-Gleis drüber stülpen. Wir haben damit schlechte Erfahrungen teilweise gemacht, weil sie entweder gerissen sind oder nach einer Zeit porös geworden sind. Deswegen haben wir uns entschieden, wir gehen auf Nummer sicher und wir schneiden entweder mit dem Dremel. Und das kann ich euch einmal kurz einblenden. Dann blende ich das einmal weg und zeige euch also hier Dremel und mit der Trennscheibe einmal das Gleis dementsprechend nach der dritten Schwelle, also hier in diesem Falle einmal wegdremeln. Und wenn ihr keinen geraden Schnitt macht, sondern vielleicht so 45 Grad, dann habt ihr auch überhaupt keine Geräusche, wenn Schienen, wenn Fahrzeuge drüber fahren. Also das machen wir nach der dritten Schwelle zu Beginn und nach der dritten Schwelle am, am letzten Gleis. Warum die dritte Schwelle, zeige ich euch nachher in der Detailkamera. Aber, also wir dremeln, ihr könnt aber natürlich selbstverständlich auch diese Isolierhütchen nehmen. Ich glaube, das ist die Artikelnummer bei McLean 74030. Diese roten Hütchen, die man sonst auch zum Isolieren für Plus nimmt, für Stromlosabschnitte nach alter Machart, wenn ihr konventionell mit irgendwelchen Signalen fahrt. Also, da machen wir den Einschnitt und wir messen dann die Differenz zwischen dem Einschnitt, dem ersten Einschnitt nach der dritten Schwelle und dem letzten Einschnitt, also Beginn des Kontaktgleises und Ende des Kontaktgleises. Auch hier messen wir das in Zentimetern. Wenn ihr Windtrack habt, das ist ganz einfach, weil dann könnt ihr die vier Gleise markieren, dann wird euch unten rechts von Windtrack angezeigt, wie lang diese markierte Gleislänge ist. Und wenn ihr nach der dritten Schwelle, so wie wir, dann dremelt, dann müsst ihr halt anschließend 2,5 cm pro Einschnitt einmal abziehen. Das ist diese 2,5 cm ist die Differenz nach der dritten Schwelle. Also insgesamt, wenn euch Windtrack meinetwegen 84 cm anzeigt, dann müsst ihr insgesamt 2 mal 2,5 abziehen, also 5 cm. Und so bin ich auch hier auf die 79 cm gekommen. Das ist also die Länge des Kontaktgleises. Und das Kontaktgleis, die Melder, diese Länge, diese 79 cm, wird später in der Software beim Rückmelder eingetragen und die Blocklänge wird im Block eingetragen. So, und dann seht ihr das auch am Ende. Auch da ist der Kontaktmelder, also der Stoppmelder, wieder 79 cm lang in diesem Fall. Aber ihr seht in der Zeichnung ungefähr, dass das Signal voraussichtlich etwas weiter vorne stehen wird. Jetzt nehmen wir mal an, das Signal steht 15 cm vor dem Blockende. Dann könnt ihr später in der Software genau eintragen, zum Beispiel bei iTrain, dass der Zug nach Passieren des Stoppmelders noch so und so viel Zentimeter fahren soll. Wir haben hier eingegeben 79. Wenn der Zug jetzt 15 cm früher halten soll, als das Blockende ist und auch der Kontakt, das Kontaktgleisende, dann würden wir jetzt also von den 79 15, 16 cm abziehen. Dann sagen wir mal, das Signal steht 15 cm vor dem Ende des Blockes. Dann soll ja die Lok auch nicht genau davor stehen bleiben, weil wenn es eine E-Lok ist mit Führerstand vorne, dann könnte der Lokführer ja zum Beispiel vielleicht gar nicht mehr das Signal genau erkennen. Also das könnt ihr dann so ein bisschen einstellen und natürlich hängt es auch ein bisschen davon ab, wie lang euer Bahnhofsgleis ist und wie lang ihr das ausnutzen möchtet. Also deswegen wichtig, aber ihr könnt wie gesagt Zentimeter genau einstellen, ob der Zug später oder die Lok 1 cm oder 2 cm vor dem Signal stehen bleiben soll. Und das Schöne bei den Rückmeldekontakten im Gegensatz zu Schaltgleisen oder Riedkontakten ist ja auch, dass es eben hier völlig egal ist, ob ihr mit Wendezügen fahrt, ob Lok vorne voraus ist oder so, weil es löst ja nicht einen Schleifer oder einen Kontakt des, den Kontakt aus, sondern die allererste Achse. Bei uns Märklinisten sind die ja nicht isoliert und so wird ja der Kontakt ausgelöst. Deswegen völlig egal, ob Lok voraus oder Steuerwagen oder beim Triebzug oder beim ICE, völlig egal. Das ist der Riesenvorteil ja auch bei der PC-Steuerung, wenn wir mit Kontaktgleisen arbeiten. Die erste Achse, egal von einem Wagen oder von einer Lok, löst aus. Wenn ich aber sage, die erste Achse zum Beispiel von einer Lok und wir denken an die alten McLean-Loks mit Hochleistungsantrieb, dann war es dort so, dass in der Regel bei dem einen Drehgestell 4 Haftreifen drauf waren. Wenn also Haftreifen vorne drauf sind, auf so ein Drehgestell mit 2 Achsen und 4 Rädern und alle 4 sind dementsprechend mit Haftreifen belegt, dann solltet ihr natürlich, kleiner Tipp von mir, die Lok dementsprechend umdrehen, sodass ihr immer mit dem Schleifergestell, dort wo, wo eben keine Haftreifen drauf sind,
dass er mit der Lok so vorausfahrt, damit die erste Achse der Lok auch tatsächlich auslöst. Sonst würde nämlich erst das zweite Drehgestell auslösen. Das aber nur als kleiner Tipp am Rande. Also, ich hoffe, dass diese Zeichnung euch jetzt ein bisschen mehr und nochmal präzise genau zeigt, wie das System Blockstreckensteuerung und Kontaktgleise funktioniert und warum es eben sinnvoll ist, auch tatsächlich immer zwei Melder einzubauen, nämlich den sogenannten Bremsmelder und den Stoppmelder. Das also dazu. Und jetzt wird es eigentlich wirklich interessant, weil jetzt gehen wir nochmal genau auf das Thema Kontaktgleise herstellen, Rückmeldekontakte herstellen beim C-Gleis. Und da muss ich einmal noch kurz auf meinen Spickzettel luschern. Nicht, dass ich jetzt hier irgendwas unterschlage. Habe ich das alles vorbereitet? Ja, das habe ich. Grundprinzip der Kontaktgleise. Okay, Kontaktgleise herstellen beim C-Gleis. Das ist jetzt unser Thema und vor allen Dingen, worauf ihr achten müsst, weil auch da habe ich in den letzten Jahren immer wieder festgestellt, da passieren leider die meisten Fehler. Und wenn die Leute dann verzweifeln und sagen, oh, bei mir funktioniert das immer nicht, dann haben wir mittlerweile, Gottlob, Erfahrungswerte, die ich euch hier auch gerne weitergeben möchte, warum oder wo die Tücke liegt oder wo die Gefahren liegen und wo Murphy erbarmungslos zuschlägt. Also kommen wir zum wichtigsten Thema, Kontaktgleise herstellen beim C-Gleis. Und da habe ich auch natürlich Einblendungen vor, aber ich will auch einmal meine Digitalkamera, Detailkamera einstellen, weil da möchte ich euch gleich im Detail noch ein bisschen was zeigen. Detailkamera habe ich jetzt aktiviert. Jetzt geht es ans Eingemachte. Jetzt will ich euch zeigen, einmal noch für die, die es noch bisher nicht gemacht haben oder vielleicht Fehler hatten und sich immer gefragt haben, Mensch, wie kam das zustande? Worauf müssen wir also so ein bisschen achten oder ein bisschen genauer darauf achten, wenn wir Kontaktgleise beim C-Gleis herstellen? Ich zeige euch nochmal das Gleis und das halte ich jetzt auch in die Detailkamera, dann könnt ihr das besser sehen. So, ich nehme die Gleissäge mal weg. Also, das sind jetzt, in diesem Fall sind das jetzt mal zwei Gleise und hier will ich euch noch einmal kurz zeigen, wenn wir also uns das hier genau angucken mit den Schwellen, ich halte das mal so ein bisschen so, dann könnt ihr das besser sehen. Also, 1, 2, 3 und hier ist die vierte, also zwischen der dritten und der vierten Schwelle würde ich jetzt sägen. Entweder macht ihr das gerade oder wenn ihr überhaupt, wenn ihr das Gefühl habt, ja, ich will eventuell keine Radsätze hören, wenn sie darüber gehen. Das hier ist zum Beispiel eine hervorragende Säge. Also wer nicht mit dem Dremel arbeiten will, dem kann ich nur die Rocco-Gleissäge empfehlen. Wunderbar ist eigentlich für das Rocco-Line-Gleis von Rocco damals gemacht worden. Selbstverständlich könnt ihr damit aber auch wunderbar C-Gleise trennen. Wir benutzen die fast nur, insbesondere wenn wir Anlagen ausliefern und wir in Segmenten liefern und die Gleise schön gerade an den Überkanten oder an den oder auch wenn wir mal schräge sägen müssen, weil hier mit dieser Säge können wir tatsächlich durchs ganze Gleis wunderbar durchsägen. Ich mache jetzt aber hier mal nur für euch das Beispiel. Also 1, 2, 3, dann würde ich jetzt hier diagonal wenden, dann haltet ihr ein bisschen den Finger drauf und dann könnt ihr hier sägen. So, und jetzt bin ich auch schon durch. Jetzt habe ich hier also durchgesägt. Und warum eigentlich nach der dritten und nicht nach der zweiten oder nach der ersten? Das will ich euch einmal zeigen, weil wenn wir das Gleis umdrehen, dann seht ihr, dass zwischen der dritten und der vierten Schwelle keine Querverbindung mehr ist. Weil bei den ersten beiden Schwellen ist hier noch die Querverbindung. Weil bei jedem C-Gleis werden ja beide Schienen immer miteinander verbunden, im Gegensatz zum K-Gleis. Deswegen müssen wir ja hier dann trennen. Damit wir hier jetzt nicht auch noch durchschneiden müssen, das brauchen wir nämlich dann nicht, wenn wir hier bei der dritten jetzt durchgesägt haben und nicht die Hütchen verwenden, dann macht ihr hier jetzt einfach den Schnitt und das Gleiche würdet ihr jetzt hier am Ende auch machen. Also hier dann auch nach der dritten, 1, 2, 3, zwischen 3 und 4 würde ich jetzt hier auch sägen. Also, das einmal dazu. Und jetzt zu der ersten Gefahr, die erste Murphy. Und das blende ich euch jetzt auch mal ein. Wenn ihr jetzt also hier in diesem Falle, dann drehe ich euch das einmal um. Wir haben jetzt also die untere Schiene, haben wir jetzt isoliert. Also diese Schiene, nicht dieser Bereich. Wenn ihr den jetzt isoliert habt und ihr wollt später den Rückmelder anschließen, dann müsst ihr das Gleis ja umdrehen. Und jetzt müsst ihr aufpassen.
Hier ist es die untere. Wenn ihr es umdreht, ist also die obere Schiene die isolierte. Also die, die jetzt hier, ich nehme einen Schraubenzieher, dann könnt ihr das jetzt sehen. Also diese Schiene jetzt, die haben wir isoliert. Das heißt, ihr dürft dann auch bei den Nullanschlüssen, die S88-Rückmelde wird ja an 0 angeschlossen, also in diesem Fall an diesen Anschluss, nicht hier an B. Und ihr seht, jetzt haben wir aber theoretisch zwei Möglichkeiten. Wir könnten ja hier haben wir 0 und da haben wir 0. Dieser Nullanschluss ist aber für diese Schiene. Das heißt, dadurch, dass wir eben hier oben, also hier jetzt unten isoliert haben, ist es jetzt die obere Schiene und dann müsst ihr diesen Nullanschluss verwenden. Den nicht. Dann habt ihr ein Dauerbelegzeichen, weil die Schiene nicht isoliert ist. Also hier. Hier muss das Kabel jetzt angeschlossen werden. Entschuldigung. Und das war jetzt in der Detailkamera und ich blende euch das jetzt nochmal ein. Jetzt blende ich euch nochmal ein. Das war also die untere Geschichte. Dann müssen wir natürlich, achso, das habe ich vergessen, wenn wir gedremelt haben, ist ja hier isoliert. Hier oben, hatten wir ja gesagt. Und hier schließen wir an. Hier ist aber normalerweise eine Verbindung. Und das blende ich euch nochmal ein. Hier habe ich sie schon entfernt. Also hier seht ihr, dass zwischen diesem und diesem ist keine Verbindung mehr. Die habe ich durchgeschnitten. Das macht ihr entweder mit einem Seitenschneider oder auch mit einem Dremel. Ich blende euch das aber nochmal ein, damit ihr mal seht, wie ist das C-Gleis, da wo sie zusammengesteckt werden, wie ist das aufgebaut. Und das zeige ich euch jetzt mal. Und da seht ihr, ich habe das extra für euch, habe ich diese metallenen Verbindungen, habe ich einmal entsprechend rot und braun eingefärbt. Nämlich rot für Bahnstrom und 0 eben für die Masse. Und die Masse müssen wir eben trennen, weil S88 ja über die Masse läuft. Und da seht ihr auch, ich habe die beiden Pfeile gemacht. Da muss durchgeschnitten werden. Entweder, wie gesagt, mit einem kleinen Seitenschneider oder ihr dremelt da eben auch mit der Trennscheibe durch. So, wenn ihr das gemacht habt, Gleise umdrehen, das zeige ich euch dann jetzt nochmal in der, ihr habt jetzt nochmal mit der Einblendung, wo wir, wenn wir bei drei Gleisen sind, müssen wir natürlich zweimal trennen, deswegen habe ich euch das hier einmal beschriftet. Wir haben also Gleis 1, Gleis 2, Gleis 2 und Gleis 3 und die Verbindungen müssen wir trennen. Ganz zum Schluss, S88-Kabel, das blende ich euch jetzt auch ein. Das, was ich aber eben schon für euch einmal in der Detailkamera gezeigt habe. Achtung, nach dem Umdrehen der Gleise ist die isolierte Schiene jetzt nicht, ist jetzt oben und nicht wie bei Schritt 1 die untere Schiene. Und ich lasse das ein bisschen länger eingeblendet. Wer sich das von euch als Screenshot machen will, kann das auch, damit er das einmal genau weiß, wo sind die Tücken, wo muss ich darauf achten, dass ich nicht den falschen Nullanschluss wähle für meinen S88. Gleis. Ja, dann haben wir das, das habe ich auch, Einblende 5 und dann würde ich fast sagen, dürften jetzt keine Fragen mehr offen sein. Hoffe ich doch wirklich, dass mit dem Tipp McLean Locks mit den Haftreifen bei den alten HLAs, also Hochleistungsantriebe, habe ich euch auch gesagt, ne, wenn da die Haftreifen drauf sind, müsst ihr die Lok bitte umdrehen, damit ihr immer die nicht bestückten Achsen mit Haftreifen eben vorne habt, damit dann auch die Software entsprechend gut rechnen kann. Ja, und ansonsten bleibt mir erstmal nichts anderes übrig, als mich wieder für eure Aufmerksamkeit natürlich zu bedanken, ganz, ganz herzlich. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, dass wir die Sachen in der Halle fertig machen, damit wir dann den nächsten Schritt für euch zeigen können. Da legen wir jetzt natürlich, dadurch, dass ich euch jetzt das mit den Rückmeldern erklärt habe, brauchen wir das in der Halle nicht nochmal zeigen. Da werden wir dann die nächsten Tage schon mal anfangen, unseren Schattenbahnhofsebene, die Ebene 0 auf Falkenstein, schon mal zu verkabeln. Wenn es dann um die Verkabelung als solches geht, da zeigen wir euch noch ein bisschen was, auch wie wir die Ringleitung legen. Da haben wir auch noch ein, zwei kleine Hilfsmittel für euch, die ihr dann auch wieder bei uns im Shop bestellen könnt. Und ansonsten müsste es das gewesen sein. So. Ihr werdet mich eines Besseren belehren, wenn denn doch wieder Fragen kommen, weil ich irgendwas vergessen habe. Okay, dann mache ich vielleicht noch so ein Quickie. Ich bin, ihr merkt das vielleicht, ich bin heute auch nicht so ganz so flott und so locker unterwegs, weil ich mit dem Kopf immer noch so ein bisschen woanders bin. Dadurch, dass wir, wie gesagt, unsere Elena nicht da ist, haben wir ein bisschen viel zu tun. Und diese komischen Feiertage, Pfingsten und so, die haben uns auch ein bisschen durcheinander gebracht. Und da war dann doch wieder einiges. Und was ich natürlich dazu sagen muss, das kann ich an dieser Stelle auch, vielleicht hat es den einen oder anderen von euch gewundert, McLean hat zum 1.5. Jahr eine doch
recht merkbare Preisanpassung vorgenommen. Das hat uns natürlich insofern auch erwischt, dass wir dann erstmal alle Preise anpassen müssen, dass wir gucken müssen, wo haben wir noch Altbestände, was müssen wir neu bestellen. Da mussten wir natürlich die Preise auch anpassen. Und ihr habt es vielleicht schon auf anderen Kanälen schon mehr als genug gehört, elektronische Bauteile sind das Problem. Also nicht nur, dass wir teilweise und Märklin viele Sachen gar nicht liefern kann. Die Central Station ist ja schon seit Monaten nicht lieferbar. Wenn, dann kommt immer nur kleine Mengen, aber der Fachhandel hat so viel vorgeordert, dass deswegen, wenn ihr auf die Märklin-Homepage geht, nicht wundern, da ist die Ampel immer auf gelb. Das betrifft auch einige Signale und andere elektronische. Ihr habt es vielleicht in anderen Bereichen gehört, wir haben immer noch Halbleiterkrise und es wird auch nicht besser, definitiv nicht. Das wird sich noch über Monate, wenn nicht sogar nächste oder übernächste Jahr noch hinausziehen, diese Halbleiterkrise. Dadurch, dass der Bedarf so gestiegen ist und ich habe jetzt gerade gelesen, also auch wenn die Branche versucht oder geplant hat, ihre Produktion um 6% anzupassen, zu erhöhen, der Bedarf ist im Moment um über 17% gestiegen. Also wir werden immer hinterherhängen, egal ob Automobilbranche, deswegen auch diese langen Lieferzeiten. Bei Märklin sieht es ähnlich aus. Und ja, die Asiaten, Angebot und Nachfrage bestimmen natürlich auch die Preise und die sind pervers. Also was da teilweise Verdopplung, Verdreifachung. Ihr habt vielleicht auch das Video auf Xtreme24 gesehen, wo Frank Buttig mit Jürgen Lindner von ESU gesprochen hat. Der hat ja auch einiges dazu gesagt. Und wenn die Chinesen sagen, ja, du kriegst jetzt das, was du bestellt hast, kostet aber das Doppelte, dann heißt das friss oder stirb. Und deswegen auch diese teilweise massive Anpassung bei Märklin. Central Station ist um 50 Euro teurer geworden. Netzteile, also das normale Schaltnetzteil 60041 ist über 20 Euro gestiegen, kostet jetzt 109 Euro nur das Netzteil. Also wenn ihr dann eine Central Station plus Netzteil, dann seid ihr zumindest UVP-mäßig, seid ihr schon über 800 Euro. Also deswegen, weil ich habe auch gerade noch einen Kundenmailverkehr gehabt, der sich auch beschwert hat und gesagt hat, Mensch, was ist bei euch los? Wieso muss ich jetzt auf einmal deutlich mehr zahlen als noch vor einem Monat? Ja, das sind die Gründe, ne? Also Märklin hat Preisanpassung vorgenommen, C-Gleis, Weichen, Doppelkreuzungsweiche. Also da ist einiges on top gekommen. Also falls ihr das sonst nicht mitbekommen haben solltet oder euer Händler euch darüber noch nicht informiert hat, also zum 1.5. hat Märklin Preise angepasst. Andere Firmen haben es schon vorher getan. Also im März ging es ja auch schon kräftig ab bei Faller und Banoch. Jetzt zum 1.7. wird Viessmann anpassen und dann betrifft es natürlich nicht nur Viessmann, sondern auch Kipri und Vollmar. Also auch da kommt einiges. Ja, aber ne, wundert euch nicht und wir brauchen uns auch nicht aufregen, weil alles wird teurer und ihr wisst es, an der Tanke, im Supermarkt, überall. Und wenn schon die offizielle Inflationsrate bei über 7% liegt, ja, dann könnt ihr euch ja ausrechnen, dann warum sollte die Modellbahnbranche davon nicht betroffen sein? Also auch wir, und ich sehe das ja auch in der Firma, Gaspreise, Ölpreise, ist ja alles gestiegen, also pervers. Also vielleicht das noch als kleiner Tipp, wenn ihr noch irgendwas, jetzt Viessmann, Kipri, Vollmar, wer da noch Bedarf für euch hat, bestellt es jetzt im Juni im Fachhandel. Noch gelten die alten Preise, ab Juli wird es auch da teurer und dann geht es im Herbst, geht es natürlich dann wieder weiter. Also, aber wir wollen ja mit positiven Dingen enden und nicht mit negativen. Ich wollte euch das aber zumindest mal gesagt haben und das hat natürlich, wenn diese ganzen Preisanpassungen sind, deswegen sind wir auch so ein bisschen im Stress, weil das muss ja auch alles im System eingepflegt werden. Wir müssen gucken, wo haben wir noch Altbestände, ne, wo lassen wir wir müssen den Lieferanten-EK erhöhen, aber vielleicht noch nicht den Verkaufspreis. Deswegen haben wir noch nicht überall angepasst bei Märklin, aber es wird sich sukzessive die nächsten Wochen jetzt durchziehen, dass wir alles anpassen müssen. Bleibt uns leider auch nichts anderes übrig. Bitte also um euer Verständnis. Ja, ansonsten vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Leute, bleibt gesund und munter. Lasst euch nicht runterziehen von dem ganzen Scheiß, der da in der Welt gerade passiert. Ich freue mich natürlich über eure Kommentare. Schreibt mir gerne in die Kommentare. Selbst wenn ihr Fragen habt, schreibt es rein, damit ich immer weiß, haben wir das richtig hier gemacht mit der Sendung? Hat jeder jetzt wirklich alles verstanden? Und dann sehen wir uns in Teil 8 und dann sehen wir uns wieder drüben in der Halle. Und dann werde ich auch mal, weil der ein oder andere hat es mal geschrieben, dann werde ich mal mit gemeinsam von euch hier vom Studio mal rübergehen in die Halle und dann kriegt ihr mal so ein bisschen Einblick über unser Gelände hier. Es sind ja zwei Gebäude. Hier sitzen wir jetzt im Verwaltungsgebäude, wo eben unsere IT ist, wo mein Arbeitsplatz ist, der meiner Frau ist, wo wir die Shoppflege betreiben. Hier ist auch das YouTube-Studio und drüben ist Lager, Versand und Modellbau, Halle.
Also, na, dann gehe ich mal mit euch gemeinsam rüber. Könnt ihr euch darauf freuen. Wetter ist sehr gut. Dann kann ich sowas auch drehen, ohne dass ich nass werde. Ja, dann sehen wir uns hoffentlich in spätestens 2 Wochen sehen wir uns wieder. Bis dahin, bleibt gesund und munter. Ciao, euer Meisel.